Eine gute Übung ist, Formen zu laufen. Und das kann man gut mit Zeichnen kombinieren, dass man die Formen, die man gelaufen ist, dann auch mal auf einem Blatt aufmalt. Geht für jede Altersgruppe und hilft einfach, Struktur zu finden, sich den Raum zu gestalten, sich das vorstellen zu können, wie Linien im Raum liegen. Und das beginnen wir mit 4, 5-jährigen Kindern im Kindergarten, indem wir uns alle an der Hand halten. Schnecklein, Schnecklein, wir kommen dich besuchen, wir holen dich heraus. Wir gehen ins Schneckenhaus hinein. Wo mag denn unser Schnecklein sein? Schnecklein, Schnecklein, komm heraus, komm mit uns an den Sonnenschein. Wir wollen alle fröhlich sein. Wir gehen lustig auf die Reis. Wir drehen uns um und stehen im Kreis. Mit 6-jährigen Kindern kann man auch schon gut beginnen, in eine 8 zu laufen, erstmal als Gruppe und einer führt an. Da kann man Musik dazu haben oder singen oder einfach auch mal so. Und auch als Spiel ist es gut, wer jetzt angeführt hat, geht an den Schluss und lässt sich führen. Und das ist eine gute soziale Übung, dass man mal führt und mal folgt. Genau, und ans Ende. Und du darfst dich jetzt überlegen, ob wir das mit Hüpfen oder mit Hühnerdapperle oder wie wir das gehen. Oder schnell oder langsam. Wir machen es so, wie du sagst. Und dann darfst du wieder an den Schluss gehen. Mit Hüpfen. Mit Hüpfen. Wenn du willst, kriegst du auch eine Fahne. Und wieder Wind. Eine weitere Möglichkeit für Formenlaufen sind Reigenformen. Dann nehmen wir mal wieder nur einen in die Mitte und machen einen Kreis drumherum und gehen mal rein und wieder raus. Und jetzt denken wir uns mal, wir hätten Farbe an den Füßen. Kann sich jeder eine Farbe ausdenken, die er besonders gerne hat. Und mit der Farbe an den Füßen machen wir jetzt eine Spur auf dem Bogen zu dem nächsten Platz. Und wieder rein. Und wieder raus. Und nochmal auf den nächsten Platz. Und wieder rein. Und wieder raus. Das war so dritte, vierte Klasse. Jetzt gehen wir noch zur fünften Klasse. Wenn wir da reingegangen sind und wieder raus, dann gehen wir mal mit einer 8 drumrum. Wir stellen uns diese Gerade, die laufen wir nochmal. Die haben wir jetzt auf den Boden gezeichnet. Und jetzt gehen wir ein bisschen rechts drum, bisschen links drum. Jetzt sind wir vorne wieder auf unserer Geraden drauf und nach rechts hinten und nach links hinten. Jetzt haben wir da eine schöne 8 hingemalt. Könnt ihr sie sehen? Jetzt gehen wir auf den nächsten Platz. Und wieder rein. Und wieder raus. Und wieder unsere 8. Rechts um die Linie, links rum, rechts nach hinten,
links nach hinten. Als wenn wir das, was wir jetzt als Form am Boden gelaufen sind, auf ein Blatt Papier bringt, ergibt sich ein schönes Muster für einen Mandala, was man dann aufzeichnen und ausmalen kann. Man kann auch Formen laufen, kombinieren mit Fahnen und diesem Prinzip folgen und führen. Das heißt, einer führt eine Form und die anderen folgen nach. Das kann man sich noch ganz gut denken. Den Schritt überspringen wir. Wir haben jetzt hier eine Linie. Ich mache eine Form vor auf der einen Seite. Meine Kolleginnen folgen mir und die anderen spiegeln die Form. Also das ist jetzt ein bisschen fortgeschritten schon.